Schon wieder ein ganzes Jahr ist es her. Damals haben wir sechs Games zusammengespielt. Und heute ist wieder der zweite Weihnachtstag. Und der Torwart Cousin und der Torwart Bruder werden wohl gleich kommen. Wären Sie bereit für potenzielle Sexpartner auf Geld zu beraten? Eins, ich bin selber potenzieller Sexpartner. Am besten wäre eigentlich, dass wir zusammen Gauntlet 2 spielen. Das Spiel habe ich hier und das aktuelle Gauntlet auf dem PC, naja. Der Tourette Cousin ist einfach kein Teamplayer und mein Bruder und er haben ständig Streit. So kommen wir hier nicht mehr raus. Die lag aber an zwei Schlüssel. Ja, genau, aber du hast den Schlüssel eben falsch abgegeben, aber ist egal. Ja, immer auf mich, ne? Ja, weil du immer rumläufst, ey. Raff doch mal. Ich geb dir gleich einen Shot. Nee. Das ist ein Teamspiel und kein Alleingängerspiel. Vielleicht, wenn Sie das heute hier gemeinsam spielen, kommen Sie dadurch wieder ein bisschen mehr zusammen und hören endlich auf, sich ständig zu streiten. Gauntlet 2 für den C64. Da werden so manche Erinnerungen wach. Oh mein Gott, was ist die Verpackung verstaubt? Tja, Gauntlet, ein Port vom Arcade-Automaten auf den heimischen Computer und einfach viel zu schwer. Dieses Spiel gilt für mich irgendwie als der Urgroßvater von Diablo. Es ist so ein typisches Hack-and-Slay-Spiel, findet aus der Vogelperspektive statt und lässt sich alleine spielen und natürlich gemeinsam mit einem anderen Spieler. Mein Bruder und ich, wir haben es damals sehr oft gespielt. Vor allem auch, weil ich es mir immer wieder gewünscht habe, denn Gauntlet 1 und 2 waren absolut meine Lieblingsspiele. Und es kam so häufig dazu, dass wir uns richtig gestritten haben während des Spiels, weil ich einfach irgendwelche Fehler machte oder meinem Bruder die wichtigen Tränke vor der Nase wegschnappte. Ja, irgendwie erinnert mich das an heute, wenn mein Tourette Cousin mit meinem Tourette Bruder zusammen Gauntlet auf dem PC spielen. Ich geh aus dir! Geh!
Tourette Gamer raucht Pall Mall. Der Tourette Gamer trinkt erfrischende Coca-Cola. Zu blamieren auf so einem YouTube-Kanal. Ja, keine Ahnung. Bei den komischen YouTube-Zuschauern da. Du bist doch der Alkohol-Lord. Nee, ich bin der Tourette Gamer und es fickt dich. Komm, ich hab was vorbereitet. Okay. Schön aufgeräumt hast du es hier. Ja, da hab ich schön aufgeräumt. Ja. Ach, scheiß Joyce. Oh. Warum hast du dir denn so eine Mühe gemacht? Oh, nee, der Karton ist mir gerade umgefallen. Ah, ja. Ja. Pass auf, immer. Ich hab mir gedacht, ja? Du willst mit meinem Bruder gleich eine Runde Gauntlet 2 spielen. Für den Drachenlord? C64. Mit meinem Bruder. Ach, da kommt hey, er ja schon. Da kommt er ja. Hi. Hi. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Hab nicht mehr gesehen. Ein Jahr her, ne? Ja. Hast du ein paar auf die Fresse gekriegt? Nee, ich bin nach Eier weggelegt. Oh. Ach, hey Bruder, hallo. Das ist Weihnachten. Du bist dick geworden, du. Ja, danke. Ja. Du auch. Du auch. Ja, du auch. Hör mal, ich hab mir überlegt, ihr habt letztens online so cool zusammen Gauntlet gespielt. Ja. Soll man nicht heute mal Gauntlet 2 für den alten C64er zusammen spielen? Können wir mal machen. Hab ich schon lange nicht mehr gespielt. Bestimmt schon 30 Jahre. Warum bist du so am Schwitzen? Ach, meine 5 Kinder, 10 Kinder. Ja, die ist schlimm, ne? Die sind anstrengend. Du hast aber schon seit letztem Jahr keinen Staub mehr gewischt, ne? Oh. Das sehe ich jetzt erst. Also der Sessel sieht schön aus. Setz dich doch in meinen Sessel. Wir hatten da letztes Jahr gesessen. Was denn? Nee, ich. Nee, ich. Ich glaube, so lange habe ich den nicht mehr sauber gemacht. Oh, was ist mit den Disketten passiert? Ich muss jetzt erstmal. Ach, und YouTube! Wollt ihr was wissen? Hier der komische Spasti hier. Der fälscht Rezepte. Kriegt einen Rollstuhl geschenkt. Und Überweisung muss. Eine Heilmittelverordnung, die er gefälscht hat. Wo sind die Taschenlöcher? Doch. Ist die Linse offen? Oh, da fokussier jetzt, du scheiß blöde Sau, ey. Du musst mal die Kamera. Du verstehst das nicht. Du musst die Kamera anschreien, dann funktioniert die wieder. Siehst du doch. Hat doch funktioniert. Ey, du scheiß altes Ding. Echt? So. Nur weil es bei Teddy gekauft wurde. Ach, es stimmt nicht. Man sieht mich doch gar nicht. Es warum sieht man dich nicht? Kann ich jetzt mal anfangen? Gib mir eine Zigarette. Ja, bitte, warte.
Wir rauchen jetzt wieder Drachen. So, wir rauchen jetzt mal richtig Kette hier. Auf meine Kosten! Boah, die 20 Cent gebe ich dir gleich. Okay. Das sind meine YouTube-Einnahmen von letzter Woche. Ich nehme dich beim Wort. Okay. Also, was hast du denn in der Hand? Die Gauntlet 2 für den C64er bzw. 128er Commodore Joystick Required. Ich lese mal vor. Da ist ein Aufkleber draufgeklebt, hier so, so ein Rosettenaufkleber. Sieht man nicht. Rosettenaufkleber? Das ist dumm. Ja, hat sie mal draufgemalt auf der Kleine. Astounding all new graphics, I got mega hit excitement. S3374, was immer das auch mal sein heißt. Ist von Mindscape übrigens. Tortura, Questor and Merlin. Thunder into your home in Gauntlet 2. The continuing adventures of your favorite characters direct from the Dakar Mega Hit. Challenge and danger awaits you. Fight for survival in the Dark Dungeon with over 100 new maze layouts to explore. Collect valuable treasures while doing battle with ghosts, grunts, demons, or sorcerers, all faithfully replicated from the arcade game. State of the art programming. Oh, you state of the art. State of the art. State of the art programming makes Gauntlet 2 worthy of its arcade building. For this Gauntlet that you won't want to lay down. Features technical wizard drive that delivers all the action, sound and colorful animation of the Gauntlet arcade games. Devilish. Kannst du jetzt mal die Fresse halten? Wir sind hier zum Spielen. Ich muss es mal erstmal vorstellen. Ey, komm, hallo, die Packung. Der Scheißspieler hat 79 Euro gekostet auf eBay. Ey, bist bescheuert, das hab ich damals gekauft, du Idiot. Für 10 Euro. Es würde doch nicht auf die Klappe, wenn ich es verkaufen würde. 10, nein, du hast da schon drauf. Das wollte ich gerade sagen, ne? Mit. Das gilt als künstlerische. Hey! Hast du denn nicht 80 Euro? Das brauche ich mal. Was, so geht man doch nicht mit alten Kackspielen um, ey. Damit kann man sich einen Arsch abwischen, aber die nicht auf den Boden schmeißen. Ach komm, Musikskette. Die ist ja nicht drin. Die war doch in dem Dach. Hast du die jetzt da reingepackt in den Karton oder was? Ich hab nur die vom Boden noch. Ja, dann ist die irgendwo dabei. Ja, viel Spaß beim Raussuchen, ey. Was ist das jetzt? Macht ihr doch nicht so eine Unordnung. Dankeschön, das sind meine. Ja, komm, wir sortieren eben aus. Wir holen eben die Diskette. Ihr könnt ja gerne abschalten. So, gut. Kannst du mal eben den Fernseher anmachen? Ehrlich? Muss ich da jetzt nochmal die Diskette? Ja, sicher. Kannst du mal den Fernseher anmachen? Ja. Hallo, was siehst du? Riech mal, ich hatte Finger am Po. Du siehst aber heute staubig aus. Bist du noch richtig Schätzchen? Geht das noch? Trink das nicht mal. Sollt ihr noch was machen? Oh Gott. Einschalten. Ach so. Der geht nicht. Der geht nicht. Der läuft auch nicht. Ich sehe doch rotes Licht. Ach Scheiße. Nee, warte, ach, du musst auf A drücken. Schöne Röhrenfernseher. Warum geht das Ding denn nicht? Ich hab das vorher nicht ausprobiert. Jetzt macht man so eine Special zu Weihnachten, so eine Kacke für die YouTube-Zuschauer, dann geht das nicht. Was, also eigentlich mach ich das? Ach komm, weißt du was? Komm. Ich mach meinen Finger, ich hatte Finger am Po. Das ist ja schon ein toller Witz, ey. Hast du viel Scary Movie geguckt? Au!
Hallo! Du sollst Gauntlet spielen! Hallo! Aber Mann! Was meinst du, warum die Leute zugucken? Ist der ein Highscore? Ich tu mal die Kamera hier an. Ich mach das Ding jetzt aus. Achso. Warum macht das Ding jetzt aus? Das zieht eine Dose aus der Nase und steckt dir den in deine Nase. Das ist aber ein schönes Spiel. Ach. Hier, komm, wer spielt? Du, mach die Scheiße jetzt aus, mach's ernst! Mann, hör's jetzt auf! Weißt du was? Ihr habt so toll online zusammengespielt. Ja, dann spielst du jetzt mit mir. Nee. Nachdurst. Ja, gib mal weiter den Joystick. Weitergeben, du egoistisches Drecksschwein. Halt die Fresse, du Stück Scheiße. Komm, ist ja, soll nicht alle glauben, dass wir uns hier hassen. Dann mögen wir uns in Wirklichkeit ja richtig, ne? Wer bin ich denn da? Ist ohne Sound? So. Ich will kein Besatz sein. Ach, doch, so. Sound an. Wie macht man das dann nochmal? Ich weiß gar nicht, wie das geht. Gott, mein Gott, das ist ja ein ruckelfreies Scrolling hier. Bim, ich hab einen Schlüssel? Nee, ich hab einen Schlüssel. Was machst denn du? Was machst du denn da? Ja. Ey, hallo, da sind noch Geisterpunkte. Wer haftet mich für mein Spiel? Das ist alles. Eigentlich, pass auf, ich erkläre das Spiel mal für Idioten, ja? Hör mal, pass auf, wie alt bist du? Halt die Fresse! Ist ja egal. Guck mal, man sammelt Schlüssel ein. Ja, und man muss sich ja auch die Tränke muss man sich holen, die Zaubertränke. Wenn ihr ein Special machen wollt, müsst ihr mir das sagen, ich muss die Tasse drücken, ja? Ja, ich will Special machen. Ich will Punkte holen. Schnell, ich will ein Special machen. Der Sinn des Spiels ist es, Punkte zu machen, ja? Natürlich auch das Exit zu erreichen. So, gibt's da auch Gold? Ja, was ist denn das hier? Wo ist denn da Gold? Ist es ein Schatz, oder? Wer ist denn jetzt der Magier von euch? Ja. Also. Siehst du doch, weil der Tank, der geht ja immer vor. Da darf man nicht drankommen. Was ist das hier für Dinge? Ja, und wie gefällt euch das Spiel? Da passiert doch gar nichts, wenn ich da drankomme. Ey, das Spiel ist scheiße. Ich gucke gerne. Also, wir haben das damals mal gern gespielt, ne? Ja. Also Magier geht ja auch vor, also das ist immer wieder lustig. Wir haben dieselbe Anzahl an Leben. Ja, ist doch egal. Aber ich muss gleich mal gucken. Hallo? Das war schon ein bisschen ähnlich wie das aktuelle Spiel. Ähnlich, ja. Ja. Ähnlich bescheuert, wenn man mit Marcel spielt. Ja, weil der immer vorliegt. Ja, also kann ich im Team spielen. Guck mal, ich kann ja nicht durch ihn durchschießen. Wer bist du nochmal? Ich bin der Magier. Ach, du bist der Magier? Warum sagst du das eben umgekehrt? Willst du die YouTube-Zuschauer willst du mich verwirren? Ah, was hat das für ein Geräusch? Ich hab gefuchst. Nee, es hat Bling gemacht. Oh. Ach, jetzt ist der Fernseher, der geht kaputt. Ich steht nur im Weg. Ist das Handy aus? Was? Nein. Nee, läuft noch. Der ist sicher auch verarscht. Boah, danke, echt. Ich hab da was klingeln gehört. Komm. Da hat nichts geklingelt. Unverschämt. Super! Ich hab schon wieder den Rest gefunden. Level 3, oder? Ja. Ah, oh, jetzt geht los. Jetzt kommt der Flieger. Punkte! Papa, ich hab den Kopf. Der kommt sofort. Ich hatte auch den Magier. Kann man eigentlich einmal hier. Der kommt gleich, 5 Minuten. Wer hat den Magier denn? Pass auf, Henning. Ich würde fast die Wette abschließen. Hab ich gleich viel gespielt? Ich würde ja fast wetten, dass du besser spielst als Marcel. Ja, gut. Und besser als dein Vater. So, kannst du mit hier in den Umturm? Das Spiel ist kacke. Ja, das leckt. Ey, warum gehst du? Das leckt. Das leckt. Das Spiel, das leckt. Das Spiel, das leckt. Hör mal, ein Spiel leckt nicht. Warum sind die Geister gar nicht töten? Das ist ein Commodore C64 und kein PC. Du spielst das auch nicht online, okay? Wir müssen die Schlüssel finden. Ja, wenn der da doof in der Ecke steht. Bitte keine Kraftausdrücke wie doof. Dann findet ihr das.
Grandiose Kollisionsabfrage hier. Ja. Gab es da keinen Dolphin Teil 2? Ich weiß es nicht, also bisher ja keins. Aber wir haben uns doch immer gestritten um das Gold. Dann war das wahrscheinlich Teil 1. Bitte, Teil 1. Ich stehe tot. Kann mich nicht bewegen. Also. Ist ja nicht. Der Zauberer ist gleich schon tot. Simon, ich esse das. Wir brauchen, deine Kamera ist ausgegangen. Ja, die haben es halt nicht aufgenommen. Ey, das ist doch nicht wahr. Ich hab doch gesagt, der hat sich ausgestellt eben. Dann ist der Speicher voll. Nee, du wolltest mir eben nicht glauben, dass das da geklingelt hat. Das hat Bling-Bling gemacht. Zwei Minuten aufhören. Hör mal auf jetzt hier. Speichervoll. Hab ich doch gesagt. Du wolltest mir das nicht glauben, dass sie gerade hier. Du bist doch selber schuld, wenn du dann nicht auf mich hörst. Kannst du mir mal sagen, warum du jetzt eben hier den Schlüssel vergeudet hast? Ja, weil ich die Tür aufgemacht habe. Wo ist denn der falsche Tür? Jetzt muss ich das mit der Kamera, kann ich das doch nicht aufnehmen. Guck mal, wie das flackert. Weißt du, wie war vernünftig, Junge? Hör mal. Mann, ey, da ist der Schlüssel doch. Ja, aber ich kann das jetzt, das Game... Kannst du das mit meinem Sohn spielen, als mit dir? Wenn du mir jetzt noch viel sagst, öffne ich das Tor. Ja, kannst du nach Hause gehen. Ey. Hier, da, der ist viel besser als du. Hier, komm, spiel mal gegen den. Ey, sollst du eine Schokolade fressen, sollst du spielen. Okay. Turret Cousin gegen Turret Neffe. Ich zeig dir jetzt, wie man komplett spielt. Die haben fast gar nicht. So, Level 1. Okay, press Fire. Du musst Feuerkraft drücken. So, du bist der Zauberer im Laufen, ne? Bist du? Soll da Marcel die Tür öffnen? Marcel, du bist im Meister. Ja, natürlich. Ey, Marcel! Ach, guck mal, Finlay hat das Exit schon gefunden. Was sagst du denn dazu? Das habe ich auch schon gefunden, nur dass ich... Finlay ist aber da reingegangen. Ich auch. Oh mein Gott! Guck mal, du läufst ja einfach durch, Marcel. Das ist doch falsch. Er passt wenigstens auf, dass er nicht kaputt geht. Du bist auch schlecht, du läufst die ganze Zeit in die Blitze rein. Scheiße, ich auch. Ich bin viel besser als du. Komm weiter. Ich hab das Exit gefunden. Ich hab das Exit gefunden. Aber ich war als erstes reingegangen. Nein, ich bin als erstes reingegangen. Nein. Das war mein Gold! Mensch, du musst mich auch mal helfen! Great job. Boah, fertig, ey. Ich hab schrei gehört, was macht der mit meinem Sohn? Der kriegt Kopf von mir. Was hast du denn Fehler gemacht, du? Ja? Nein, mein Sohn! Oh, Sohn! Oh, mein Sohn! Liebst du noch? Wer war das? Marcel! Das gibt es nicht! Lauf bei Roller!
Ich verspreche dir, ich werde dich rächen. Ich verspreche es dir wirklich. Ich werde dich rächen. Ich werde dich rächen. Ich will mehr Arbeit beim Schneiden machen. Es gibt keine Arbeit beim Schneiden, dann kann man nicht verwenden. Ganz einfach.